Hey Kameramagier, in diesem Video zeige ich dir, wie du aus jeder beliebigen Form ein 3D-Objekt machst in DaVinci Resolve. Zuallererst solltest du dir Reaktor 3 runterladen mit diesem Link hier, diesen Lua-Installer, den du dann einfach in deine Node-Area von Fusion reindroppen kannst. Und wenn du Reaktor schon mal installiert hast, kannst du unter Workspace, Scripts, Reaktor, Open Reactor, Reaktor aufmachen und dir dann die Crocodov-Tools installieren oder wie in meinem Fall das Ganze updaten. So, dann machst du das Ganze zu und jetzt müsstest du DaVinci Resolve nochmal neu öffnen. Okay, in DaVinci Resolve habe ich mir dann mit zwei Polygon-Nodes schnell einen Daumen kreiert, den in einen Background gepackt und jetzt möchte ich mit Shift-Space S-Trace-Create suchen und das S-Trace-Create, das erzeugt uns quasi Splines aufgrund des Inputs. Aber das kann man so nicht anzeigen lassen und deswegen brauchen wir noch was, um das Ganze zu rendern. Aber vorher stelle ich hier die Channel Map auf Alpha. Und jetzt brauche ich noch etwas, um das zu rendern. Deswegen suche ich mir mit Shift Space eine Shape Create 3D Node raus, auch in den Crocodov Tools enthalten, und füge die hier an und kann das jetzt hier einfügen. Und du siehst, bam, habe ich schon mal irgendwas so wie eine Image Plane. Aber das Coole ist, in dem Shape Create können wir jetzt den Extrude Slider nach hinten nehmen und bäm, haben wir eine 3D-Sache. Gut, das können wir dann jetzt auch noch beveln, indem wir auf Edge Type auf Bevel stellen und dann noch schöne Bevel bekommen. Okay, jetzt haben wir unser 3D-Objekt, aber was ist, wenn ich den noch Farbe geben will? Was brauchen wir dazu? Zuallererst sollten wir in unserem Image, was wir da reingegeben haben, mal die Farbe anwenden. Deswegen suche ich mir hier jetzt noch einen zweiten Background raus und lasse diesen einen Ärmel hier mal noch eine andere Farbe haben. Wie wäre es mit einem schönen Blau? Und diesen Background, den merge ich dann jetzt einfach nur mal drüber. Und wenn ich mir das angucke, habe ich jetzt mein Logo. Aber das ist noch nicht farblich. Okay, was brauchen wir dafür? Zuallererst suchen wir uns eine Cook Torrents Shader Node raus. Das ist einer der Standard 3D-Shader und fügen das hier ein. Wenn du Bock hast, mehr zu Shader zu erfahren, ich habe dir da oben mal was verlinkt. Und wir fügen den Cook Torrents Shader dann hier in das Shape 3D rein. Und du siehst, irgendwie kriegt er hier nicht ganz die richtigen Kanten, weil das Ganze jetzt natürlich pixelig ist. Manchmal nimmt der Shader also hier an den Kanten die transparenten Pixelwerte an. Und das wollen wir verhindern. Und deswegen machen wir Folgendes. Wir suchen uns mit Shift Space eine Erode Dilate Node raus und fügen die hier vor dem Cook Torrents Shader ein. Und wenn wir uns das angucken, können wir jetzt die Amount hochstellen, bis wir keine Transparenzen mehr haben. Und wir wollen das nicht auf Box haben, sondern auf Circle, weil das die Form am besten behält. Und damit haben wir perfekte Farbgebung. Yay! Und dieses Setup hier können wir jetzt mit jeder erdenklichen Form beballern. Du möchtest dein Gamer-Logo 3D-fiziert haben? Bam, hast du. Du möchtest das Discord-Logo in 3D haben? Kannst du haben. Einfach rein. Bam, fertig. Das Krasse daran ist, du kannst hier sogar ganze Animationen reinladen. Wie zum Beispiel diese Like-Animation. Die findest du bei mir in den Free Presets. Und die habe ich jetzt mal hier reingeladen. Und wenn ich das jetzt abspiele, dann siehst du, auf der linken Seite kommt das Ding rein. Und du siehst, genauso wird es in 3D wiedergegeben. Richtig, richtig geil. Und wenn du das Objekt, was du erstellt hast, nicht immer wieder neu speichern möchtest, dann solltest du auf jeden Fall mal mit Shift Space ein FBX Exporter hinten dranhauen, dir das Ganze irgendwo hinspeichern, die Shape Create mit dem FBX Exporter verbinden und dann unter Fusion Render Savers klicken, weil dann rendert er dir das Ding hier als eigenes 3D-File raus. Aber einen Haken hat das Ganze und den möchte ich dir noch verraten. Das Ganze funktioniert leider nur in der Studio-Version von DaVinci Resolve. Und wenn dich 3D in Fusion mehr interessiert, dann habe ich dir hier eine komplette Playlist reingeladen, um dir das mal von Grund auf zu erklären. Ich wünsche dir viel Spaß, bis zum nächsten Mal, Kameramagier. Ciao.